Jo Leute, ein wundervolles und herzliches Willkommen. Lasst keine Kosten, das ist aber da zum letzten Mal Hot Lab 2019, diese Season. Wie gesagt, wir werden in Abu Dhabi heute im Start gehen. Und ja, aktiviert gerne die Glocke, dass ihr nichts verpasst. Und vor allem lasst bis uns auch gerne auf Instagram und Facebook. Und hier haben wir einen Anflug hier auf Yas Island, auf diesem wunderschönen Grand Prix. Das Debüt gab es, by the way, noch nicht so lang, knappe 10 Jahre her, 2019. 2009 natürlich gab es das erste Rennen hier. Die Länge einer Runde beträgt natürlich 5554 Meter. Das ist so mittelmäßig, würde ich mal sagen. Und deswegen ist es auch sehr, sehr interessant, weil eine richtig lange Renndistanz steht uns bevor. 305,355 Kilometer. Hört sich nicht lang an, sind aber summa summarum. Schauen wir uns nachher an. Jetzt haben wir mal 21 Kurven davon. 9 rechts und 12 links. Also fast ausgewogen. Und ja, jetzt hier haben wir die Runden dann. 55 Runden. Es ist so, es ist jetzt nicht Monaco mit 71, aber es ist jetzt auch nicht, keine Ahnung, Belgien oder so, weil ja, es ist halt mittelmäßig. Die meisten Sieger, weil eigentlich, ja, muss ich sagen, Rosberg hier einen, weil er der einzige nicht aktive Fahrer ist, der einmal gewonnen hat, und Hamilton 4. Dahinter wäre dann Vettel mit 3. Also, ich hätte doch zuerst Vettel schreiben wollen, aber hat mir dann gedacht, na, der fährt danach, und deswegen ist jetzt auch Hamilton hier der. Rosberg hier, der mit einem Sieg hier, also eigentlich der nicht mehr aktive Fahrer ist, der die meisten Siege hat. So, es gibt zwei Messpunkte und natürlich auch zwei DS-Zonen, demnach eine auf dieser extrem langen Gerade und die eine dann auf der Gegengeraden. So, hier haben wir dann nochmal Yas Island an den Vereinigten Arabischen Emiraten. 21 Kurven, 5,54 Kilometer lang und ja, zwei DS-Zonen, fast kein Bergauf, also nur diese Nachstart und Ziel, diesen Berg gefährt man leicht drauf, leicht rund, und das ist eigentlich, wir sind ja fast in der Wüste auf Meeresebene, also gut, kommen wir hier, letzte Kurve raus, und wie gesagt, entweder kommt es morgen oder wahrscheinlich dann eher am Dienstag die Mega-Season und dann Ende der Woche dann das Highlight-Video, und folgt uns auch gerne auf Instagram, Link ist natürlich unten in der Beschreibung, oder einfach hier das eingeben auf Instagram, einfach und einfach ist einfach, okay? Also, und lasst euch keine Kosten, aber da fangen wir an mit der Runde. Hier ist natürlich auch besonders die Boxen einfach. Da fährt man nämlich genau hier drunter durch, unter der ersten Kurve. Und ja, erste Kurve, gut anlenken, guter Exit. Man kann ein bisschen den Körper mitnehmen, das fällt nicht stark auf. So, dann hier Vollgas links anlenken, dann genau ab der Hälfte circa rechts anlenken. Ist man in Kurve 3, 4 und, 2, 3 und 4 hier. So, hier nochmal 2 Vollgas und dann hier genau ab der Hälfte einlenken und dann hier sich raustragen lassen und den ganzen Schwung mitnehmen. Ganz einfach. Und hier haben wir dann Kurve 5, 6. Ja, das ist so eine Kurvenkombination. Ich schalte hier immer mitten in der Kurve einmal runter, dann hat man eigentlich so einen perfekten Speed für die Kurve und kommt auch perfekt raus. So, Kurve Nummer 7, die Haarnadelkurve, dann vor diese extrem lang Gerade, wo eigentlich auch die beste Überholchance ist für die ganze Strecke. Und hier dann Vollgas, zack, ab hier dann DS und dann geht das Überholen. Denke ich mal, im Rennen heute oder gleich oder jetzt, keine Ahnung, wenn euch das ansieht, denke ich mal, wird das dann auch hier losgehen. So. Hier eine heikle Stelle, weil wenn man da nicht überholt hat, dann gibt es auch viele Überholmanöver hinein in die Kurve 8, 9, dieser Komplex. Und dann geht es gleich weiter hier. Ja, okay, nochmal die Replay. Ja, wie gesagt, wenn man hier einen guten Exit hat, dann kann man angreifen und den nächsten überholen. Hier ist dann die zweite DS-Zone auf dieser Gegengeraden nach dieser Kurve. Und ja, hier gab es auch im Training zwischen Grosjean und Bottas dann einen kleinen Zwischenfall, wo sie sich beide berührt haben und einer beide weggedreht haben. Rote Flaggen, aber gut, Kurve 10, 11, 12, hier, 11, 12, 13, so haben wir es, 11, 12 und 13, raus, und ja, da muss man einen guten Flow haben, um da reinzukommen, weil sonst kommt man aus dem Rhythmus. 14 ist eigentlich nur so lala, und hier ist auch eine gute Anfahrt, folgt uns gerne auf Twitter, Link ist unten in der Beschreibung, 15, 16, 17, ja, da ist auch diese Kurve am wichtigsten, die 17er, weil da kommt man dann wieder raus. Hier gut bremsen, nicht verbremsen, weil da geht es gleich geradeaus in dieses türkise Zeug und da will keiner rein. So, hier ist auch der Exit ziemlich wichtig, dann kann man den Körper sehr gut schneiden. Hier weit rauskommen, dass man den ganzen Schwung mitnimmt von der Kurve. Und da ist auch das wunderschöne Gebäude, das immer jetzt am Abend, wenn das Rennen ist, schön beleuchtet ist. Zack, hier Vollgas links, nicht zu weit rauskommen, sonst den Track Limits. Kurve 20, Exit, sehr, sehr wichtig. Und natürlich auch Kurve 21, die letzte Kurve hier. Darf man auch nicht zu weit rauskommen, aber ein bisschen was, sonst, ja, verliert man den ganzen Schwung von der Kurve. Und zack, das war eine Runde, Leute, hier in Abu Dhabi auf Yas Island. Auf dem Yas Marina Circuit. Lasst gerne kostenlos aber dann ein Däumchen nach oben. Und fangen wir ein bisschen an, über das gestrige Qualifying zu reden. Das war interessant, würde ich sagen. Für Ferrari überhaupt. Also, ja, fangen wir mal von hinten an. Also, von vorne würde ich mal sagen. Hamilton bravourös mit 13. Vorsprung.
hat sich die Pole geholt, dahinter Verstappen auch sehr, sehr gut, dahinter Bottas und dann Verstappen. Bottas ja wegen dem Motorwechsel, weil er in Brasilien einen Motorschaden hatte, von ganz, ganz hinten starten muss, weil er alles, die ganze Power Unit getauscht hat. Ihr habt dadurch jeder einen Platz, also bekommt einen Platz, also Verstappen dann von zwei dahinter. Ja, da wurde es sehr, sehr interessant, weil dahinter ist, Vettel, nein, oder? Ich glaube, es ist Vettel dahinter. Und dahinter Leclerc und dahinter Vettel. So, ja, da zwischen den beiden, ja, war ein kleines Mischgeschick im Qualifying zweiten Versuch von Q3, weil da wollte, ja, wie soll ich sagen, ja, diese Ziehharmonika, wenn jeder bremst in der letzten Kurve, ja, und bei Leclerc ist sich dann leider nicht mehr ausgegangen, weil Vettel so langsam gemacht hat, ist er, glaube ich, ein, zwei Sekunden, bevor die Uhr ausging, zu spät über die Uhr gekommen. Ja, das war natürlich schade für ihn. Ja, man, ich würde mal sagen, heute kann sich eigentlich nichts mehr entscheiden, außer der Best of the Rest Fahrer, also P7 in der Konstrukteurs-WM. Aktivieren gerne die Glocke, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Aber wer kann es werden? Sainz oder auch Gasly? Ich würde es Gasly wünschen, aber ja. So, mein Tipp fürs Rennen ist, Hamilton bleibt Erster. Ich denke mal, Verstappen auch Zweiter und ja, dahinter vielleicht, ja, Leclerc. Fährt was mal, Leute, lasst gerne ein kostenloses Abo da und ein Däumchen nach oben. Ich hoffe, dass die Saison hat euch gefallen. Und ja, vielen Dank, dass ihr immer wieder dabei wart. Und bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt, Formel 1 Hot Lap 2020. Ich hoffe, ihr seid dann auch nächstes Jahr wieder am Start. Bis dann und ciao.